Ich begrüße bei mir im Studio den langjährigen österreichischen Botschafter Albert Rohr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Massenrauswurf von Diplomaten? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe einzelne Rauswürfe erlebt, aber nicht in so einem Ausmaß. Ist es angemessen? Ist es gescheit, die Russen der zu reizen? Und die sind gereizt. Das ist die Frage. Ich bin der Meinung, dass der Anlassfall und auch der Stand der Ermittlungen eigentlich nicht eine solche Aktion rechtfertigen. Es ist richtig, es wurde ein Verbrechen begangen, es wurde ein Mordanschlag auf einen ehemaligen russischen Spion in Großbritannien durchgeführt. Es gibt Hinweise offensichtlich, dass der russische Geheimdienst dahinter war. Ich weiß nicht, ob die britische Regierung konkrete Beweise für die Täterschaft hat und auch für die Involvierung von Präsident Putin persönlich. Es werden Untersuchungen durch die Chemiewaffenorganisation angestellt. Ein Ergebnis ist für nächste Woche zu erwarten. Wir wissen nicht, was diese Prüfung ergeben wird, ob man dann Klarheit hat. Aber im jetzigen Stadium halte ich für diese konzertierte, sehr weitgehende Aktion für übertrieben. Aber mitten in Europa, in einem EU-Land, ein Chemieanschlag, ein Giftanschlag ist nicht nichts, oder? Es ist ein Mordanschlag, es ist nicht der erste. Gerade in London hat das schon einige Male stattgefunden. Es ist ein Verbrechen, ist gar kein Zweifel. Aber ich glaube, man muss jetzt das mit Augenmaß betrachten. Der Kreml wird sich das natürlich nicht gefallen lassen. Russland kündigt auch schon harte Gegenmaßnahmen an. Was glauben Sie, kommt da, außer dass die jetzt auch ein paar Botschafter rauswerfen? Ich glaube, sie werden eins zu eins die gleiche Anzahl von Diplomaten hinausschmeißen, die von den westlichen Staaten ausgewiesen wurden. Also eine ganz genau proportionale Replik. Ist es überhaupt so schlimm? Wenn man mal einen Botschafter rauswirft, kommen dann eh wieder irgendwann zurück. Die Botschafter werden ja nicht rausgeschmissen, das diplomatische Personal. Mhm. Nicht die Botschafter, nicht. Das wird nur die Zugeteilten. In den meisten Fällen handelt es sich um Geheimagenten, die an der Botschaft angestellt sind, russische. Daher wird man die los. Die Russen werden das Gleiche machen. Und das ist es. Für Sie ist es gar kein großes Ding, das da passiert. In Zeitungen steht schon der neue kalte Krieg. Ja, einen kühlen Krieg haben wir sowieso schon. Es ist sicherlich eine große, symbolhafte Aktion, aber ich sehe keine konkreten Gefahren damit verbunden. Wie glauben Sie, geht es jetzt weiter? Wie kommen die da raus, aus dieser Gesprächslosigkeit aus? Was passiert da jetzt hinter den Kulissen? Sie waren da ja oft dabei. Das Essentielle ist, und daher halte ich die österreichische Haltung auch für richtig, dass man diesem Verhältnis zwischen Russland und Europa, das sich so verschlechtert hat in den letzten Zeiten, und zwar aufgrund der Aktivitäten der russischen Führung, der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, das Eingreifen in der Ostukraine, der Abschuss eines Zivilflugzeuges, die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Syrien, die Internetattacken, alles das hat dazu geführt, dass die Beziehungen im Moment miserabel sind. Aber das heißt doch, es ist nur angemessen, jetzt mal zu reagieren. Ja, aber das ist nicht wirklich, was die Sache verbessern wird. Mhm. Wir müssen der Frage nachgehen, wie und ist es überhaupt möglich, dass man die Beziehungen zwischen Russland und Europa wieder auf eine konstruktive, normale Basis bringt. Dazu braucht es natürlich die Gesprächsbereitschaft Russlands, auch die Bereitschaft, seine Politik zu ändern. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir müssen jedenfalls unsererseits uns darüber Gedanken machen und selber das Gespräch mit Putin suchen. Sie sagen, die Reaktion Österreichs sei richtig. Die Empörung international ist aber schon ziemlich groß. Da ist von feig die Rede, die österreichische Feigheit einer Frau gegenüber den anderen Ländern, die ja mitmachen, also bei dieser Ausweisung, 17 EU-Staaten, und die lässt man jetzt einfach im Stich. Naja, es sind ja auch noch 9, die mit Österreich die gleiche Position haben. Also die überlegen davon, noch, die haben sich noch nicht so festgelegt. Naja, man wird sehen, wenn sich ein klares Prüfungsergebnis durch die Behörde oder durch die Chemiewaffenorganisation ergibt, dann kann sich alles ändern. Aber im derzeitigen Zeitpunkt sind wir nicht allein. Ich glaube auch nicht, dass wir allein bleiben werden. Aber Putin lacht sich auch ins Fäustchen, weil er wieder mal sieht, dass da die EU überhaupt nicht mit einer Stimme spricht. Und Österreich ist ein Teil davon. Das ist die traurige Wahrheit. Das ist in fast allen außenpolitischen Fragen so. Aber Ihr Kollege oder ehemaliger Diplomat Stefan Lehner sagte mir einst schon mal, bei einem Giftanschlag in Europa
kann man nicht so reagieren, kann man auch nicht neutral sein, auch darauf berufen sich einige. Also die Neutralität würde ich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht strapazieren. Wie gesagt, sondern was dann? Gegenüber einem Verbrechen gibt es keine Neutralität. Nur die Frage ist, welche Maßnahmen, welche Vorgangsweise ist sinnvoll? Und da bezweifle ich die Sinnhaftigkeit dieser Aktion. Solidarität mit Großbritannien ist gut. Wir haben das, oder die Regierungschefs haben das in ihrer Erklärung zum Ausdruck gebracht. Alles, was weitergeht, ist die Sache der einzelnen Regierungen. Herr Rohan, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön.